Bevor wir mit dem Video starten, wir suchen Vlog, Cutter und Filmer. Falls ihr sowas schon mal gemacht habt, falls ihr mit Vlogs gearbeitet habt, schreibt uns auf Instagram. So, ihr Lieben, ich bin heute hier mit dem lieben Rob Ziller. Wir werden jetzt Folgendes machen. Es wird bald den Kampf Manuelsen gegen Bösemann geben. Nummer zwei. Und wir haben uns entschieden. Wir werden uns jetzt den ersten Kampf angucken. Und wir werden dann über Defizite sprechen. Wir werden sagen, was aber vielleicht stressbedingt war und wie der zweite Kampf aussieht. Okay. Weil von vornherein, du hättest auch nicht gedacht, dass Manuelsen da verliert, oder? Ich habe gebetet dafür. Die Kampfmaschine. Die Tötungsmaschine. Tötungsmaschine, ja. Also, wer das Video von mir nicht gesehen hat, das alte Video, das war eines meiner ersten Videos auf meinem Kanal. Nein, das ist gerade das erste Video auf meinem Kanal. Ach, krass. Reaktion auf Bösemann gegen Manuelsen. Dann wird es Zeit, dann nochmal drauf zu reagieren. Aber diesmal hast du einen Experten an deiner Seite. Alles klar. Bösemann, ich habe mich ja in dem ersten Video eigentlich nur lustig darüber gemacht. Sehr gut. Oh, Full Fight, nice. So. Dieses wilde Stück, Alter. Und da hätte er ruhig 10 Kilo Gewicht hätte er machen können. Mindestens. Ja, 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 20. Ja, der hätte eine Weight Watchers Kur machen können. Ja. Meine Herren. Aber guck mal, wenn du ihn jetzt anguckst, ne, ja, wirkt er 78 groß. Ein Kampfgewicht von 100 Kilogramm. Ich finde das so geil. Richtiger Albaner. Ein richtiger Schiebdahl. Ja, ja. Was wolltest du sagen zu Manu? Ich überlege, guck mal, es gibt zwei Arten, wie Leute vor Kämpfen einbrechen. Mhm. Das erste, weil sie hypernervös werden. Ja. Also so, weißt du, okay, oh mein Gott, der Kampf. Das zweite, wenn der Kreislauf komplett runterfährt. Oh. Beides so eine Angstreaktion. Und ich überlege, ob er, weißt du, so... Er hat ja nachher gesagt, dass er hatte zu viel Druck von seinen Fans, von seinen Jungs, die dort waren und so. Bullshit. Ja, 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 ich hatte so viel Druck. Ja, ja. Und sonst ist er der krasse Rapper. Genau. Ja, ich kann alles machen. Ich habe jeden kaputt. Oh, 20 Leute. Oh, mein. So, der hat zu. Fuck. Oh, ja, ja. Mein ja. Herz. Ja, ja. Nee, genau. Er wollte die armen Zuschauer nicht enttäuschen. Ach, so ein Spasti. Ja. Also, aber wir können das ehrlich sagen, ne? Der sieht nicht sehr selbstsicher aus. Ich bin normalerweise, bin ich kein Freund davon, das vorher zu sagen. Weil kann ja auch sein, dass Leute dann trotzdem Leistung bringen. Hm. Verstehst du? Wir wissen halt schon, wie der Kampf ausgeht. Wir sind ein bisschen voreingenommen. Wir sind voreingenommen. Aber, also, was ich ja immer sage bei den Profis, okay, das kann man jetzt nicht vergleichen, aber das Selbstvertrauen in einem Kampf kommt von einer guten Vorbereitung. Ja. Wenn ich in den Kampf reingehe und ich weiß, ich habe mein Trainingscamp richtig gut gemacht, ich bin parat, ich bin fit, dies, das, habe ich auch verdammt nochmal richtig Selbstvertrauen. Ja. Und so wie der aussieht, da hat er sich nicht mal einmal auf dem Laufband gestellt. Alter, aber hat der nicht 9 Kickboxkämpfe oder 19? Der hat auf jeden Fall Kickboxkämpfe, der hat auch Boxkämpfe. Mm, ey, lass uns aber mal ganz kurz... Noch, das muss noch vor seiner Karriere als Burger-Tester bei McDonald's gewesen sein. Wieso willst du jetzt das Video wechseln? Weil, ich sagte, ich will sehen, ob der vorher auch so... Ich will vorher sehen, wie sein Boxen war. Und ich will mir jetzt nur kurz reingucken und dann will ich mal gucken hier... Wie er so sich hier... Wie er sich bewegt. Eigentlich nicht schlecht. Echt nicht schlecht? Nee. Auf ihn schieben, dass er sich nicht verletzt. Ja, schlägt mich zurück nochmal, Leute. Also guck mal, ne? Jetzt, ich würde gerne sehen, ob... Er macht zwar jetzt locker, er ist schwer. Die Frage ist, ob er Kraft aufbauen kann. Meinst du, er kann Kraft... Also, weil es gibt halt auch viele... Ich denke, der kann halt einmal zuschlagen, aber dann hat er keine Luft mehr. Ja. Er hat halt lange Arme. Hat einen guten Stand hier, ne? Ja. Der Stand sieht gut aus, kreuzt die Füße nicht. Schlägt den Jab mit dem vorderen Bein. Ist gut? Ja, ist gar nicht schlecht, deswegen sag ich das. Easy machen, aber da ist immer so eine direkt auf die... Und er hat auch kein schlechtes Distanzgefühl. Nee. Ich glaube, der ist einfach so eine Pussy, weißt du? Ja, ich glaube auch, ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ja, das ist das Hauptproblem. Ich habe das gesehen damals so, weißt du, wenn du so mit Hooligans sprichst oder sowas, mir ist das häufig gesagt worden, dass viele von denen dann gute Hooligans sind, aber keine guten Kämpfer. Mhm. Wenn du alleine im Rampen nicht bist, haben sie keine Eier. Und hier ist ja immer noch, verstehst du, jemand, der dann immer noch irgendwie sich mit Brüdern brüstet. Und da gibt es ja viele Gerüchte, ob die ihn akzeptieren oder nicht. Ich bekomme die Hells, oder? Ja, genau.
Und man sagt immer, er bietet sich den an. Mhm. Und trotzdem zeigt er halt alles davon. Verstehst du, jemand, der sich nach außen so zeigt? Nein. Und die Frage, die ich habe, könnte er auch alleine sein? Also ist das jemand, verstehst du, der irgendwo sagt, alles klar, ihr macht das, kostet es, was es kostet. Mal, Darius, wenn du dich, also bei mir gibt es zwei Sachen. Du stellst dich hin und sagst, ich bin eine Tötungsmaschine, lass mich irgendwo raus, Irak, ich bin eine Tötungsmaschine, okay. Und dann sieht man so etwas in dem Kampf, das ist peinlich. Dass ich für mich, ja, aber dann ist für mich auch die Geschichte abgeschlossen. Dann weiß ich, dieser Typ ist kein Kämpfer. Dieser Typ ist ein Labersack, dieser Typ ist vielleicht mit der Gruppe stark, aber dieser Typ hat keine Eier, zum irgendwo irgendwas zu machen. Ja. Der hat ja irgendwann mal irgendjemand geklatscht, geohrfeigt oder irgendwie sowas. Okay, gut. Dann, also, ja, wie wow. schätzt du jetzt ein, dass er im Sparring so lieb ist? Ja, Bitch. Ne, ja, ne, Angst, er will nicht. Dass man hart zurückschlägt. Genau. Vielleicht hat er auch am meisten Angst davor, dass er schlecht vor der Kamera aussieht. Exakt. Und das war das, worauf ich hinaus wollte. Kann das sein? Weil guck, du kennst die Leute ja eh. Es gibt verschiedenste Leute. Leute, die dann kurzzeitig durchpowern, sagen Stopp. Hm. Das sind, genau. Ja. So. Oder aber auch Leute, die dann immer so, hey, hier, Bruder, komm. Ja, ja, genau. Ne, lass einfach so ein bisschen spielen. Ja, ja, dass wir beide noch gut aussehen. Genau, dass wir beide noch gut aussehen. Und Scheiße. Genau. Und das wirkt auf mich so ein bisschen so. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Ringlife denkt sich so, alter Mann. Ja, ist. Bruder, ich hab ein Bett hier. Keine Sorge. Gut. Ist halt schon langsam. Mehr vom Sparring wollen wir hier gar nicht zeigen, weil. Weil der Grund ist schon. Okay. Also, zurück zum Kampf. Genau. In der roten. Nochmal die Bitte, die Sitzplätze einzunehmen. Also, ich frag mich. 20 cm der Größen von. Jetzt, also, wenn wir den Kampf sehen, ne, wie müsste man jetzt deiner Meinung nach agieren, um den Kampf zu dominieren? Ja, er müsste erstens zirkeln, Jab, zirkeln, exakt. Aufwärtshaken schlagen, rechte gerade schlagen. Exakt. Ja. Weil das Ding ist, erstmal, böse Mann hat nur eine Chance. Und das ist, indem er in Anführungszeichen kommt, sich ranarbeitet und dann schlägt. Na, ja, aber das, man weiß ja, dass der kein technischer Boxer ist. Ich sage, die einzige Chance von Bösemann ist, dass der auf ihn zurennt wie so ein Berserker. Genau. Und wir wissen ja eigentlich, ja. Nein, aber im richtigen Optimalfall, das wäre das Einzige. Und das, worauf ich hinaus wollte, der große Mann gewinnt jeden Infight, weil er klammern kann, ja. Im Boxen. Hm. Verstehst du? Also das, was die Klitschkos gemacht haben, mag nicht schön sein, aber bupp, klammern. Hm. Und deswegen, du hast vollkommen recht, ich sehe es auch so, aber deswegen, es gibt nicht eine andere Möglichkeit. Ja. Er müsste, guck, er hat das ja vorher hat er gemacht, hat er so getänzelt, er hat das richtige Röckchen dafür an. Ja, auch, ja. Das heißt, er hat sie. Gucken wir mal. Vorteil, den Manuelsen hier mitbringt, natürlich auch die deutlich höhere boxerische Klasse. Das haben wir im Showtraining ja schon gesehen. Kann er diesen ersten wilden Ansturm von Weißt du, es gibt halt so manche Boxer, da feiere ich das. Arthur Abraham ist mit der Schlümpfenmusik eingelaufen. Der aber kann das ja aber auch genau. machen, weil er so ein wirklich krasser Typ ist. Genau. Aber das ist ja hier einfach. Und jetzt die feiern Franklin Duomo, der bei uns bei den Amateuren, der mit mir im gleichen Verein hat er gekämpft. Der hat dann die Junioren, weil deutsche Meisterschaft, der läuft mit pinken Handschuhen an und sagt, er trinkt nur pink. Mhm. Aber Alter, der haut die halt auch alle weg und kauft. Das ist ja geil, ja. Genau, und dann ist das geil. Aber wenn man so sich. Ja. Absolut. Man, der sicherlich kommen wird, widerstehen und seinen Stil. Guck mal, ich will da nicht gemein sein, ne, aber mich stört das schon, wenn Leute halt wirklich so feminin sind im Kampf. Und dann schon so angelaufen kommen. Guck dir mal an, wie der angelaufen kommt. Warte mal, das habe ich gar nicht geachtet. Guck mal, jetzt mit den Händchen. Oh. Ja. Manuelsen, der größte und schwerste Fighter auf der heutigen Kampfcard, bringt eine enorme Reichweite mit. Geht sofort mit dem langen Jab ins Gefecht. Bösemann steht noch draußen. Halt geht das vorsichtiger als erwartet an. Hat hart trainiert, Bösemann hat viele. Und das Ding ist aber jetzt auch so, also er. Manuelsen geht ja jetzt immer schon stark aus der Distanz raus. Mhm. Also ist nicht, dass er versucht, da irgendwas zu machen. Das ist kein Puncher. Das ist niemand, der so, weißt du, der so die Schläge mitnimmt. Der hat, sieht das jetzt halt immer noch genauso gleich aus wie bei dem Sparring mit Rinder. Genau, und das meine ich. Ja, genau. Und erst verstehst du, er ist keine harten Sachen gewohnt. Und das siehst du beim Sparring, er trainiert nicht hart. Nee. Und er ist auch niemand, der jetzt irgendwie sagt, okay, alles klar, ich habe genug Kraft, der sich dann der Schlägerei aussetzt. Ja, nee. Also der dann mitschlägt. Nee. Kennst du das Smashing Machine? Ja, na klar. Geilster Film. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn dein Gegner quasi auf dich einschlägt. Das erste, so, okay, du machst mehr Druck oder du brichst ein. Er bricht ein, ja. Treppenläufer hinter sich. Und das schon nach 10 Sekunden. Ja.
200 Sparringsrunden absolviert. Er muss diesen Reichweitenvorteil kompensieren. Er müsste es irgendwann über den Kampfgeist machen. Siehst du halt schon, der Jab, ist, der macht ja gar nichts. Der macht gar nichts und er versucht nicht mal, also guck mal jetzt hier, ich erinnere mich, als ich damals angefangen habe zu boxen, der Bundesliga-Boxer gesagt, Darius, die ersten Schläge, die du machst, müssen 1-2 mit voller Kraft sein. Ja. Der andere muss Respekt haben. Genau. Bisschen macht ja gar nichts jetzt. Guck mal, der geht ja direkt rein mit der Oma. Ja. Aber ist auch ein Albaner halt. Ja, genau. Ist halt so. Ja, genau. Der holt an. Der geht ganz. Boah! Da hat Bösemann ihn aber auch gleich gehabt. Ja. Manuelsen kann nicht hart schlagen. Nee. Der kann nicht hart, guck mal, auch so, also jetzt die Rechte nochmal, wenn man sich das anguckt gleich. Ich finde auch, er ist viel zu langsam. Ja. Ist voll langsam. Ja. Bis der mal fertig ist, zu überlegen, dass er jetzt schlagen will, ist der Bösemann schon zweimal Distanz überbrückt. Der ist null explosiv. Nee. Und das, weißt du so, also wenn du jetzt manchmal die Schwarzen erguckst, das sind ja explosive Monster. Also so, wenn du jetzt einen Usain Bolt... Was der hier mit sich rumträgt, alter Mann. Aber sogar dann, so sogar ein Butterbean, es könnte ja sein, dass er wenigstens zumindest eine Minute lang. Aber die sind auch Sportler, das ist ja kein Sportler. Das ist kein Sportler. Labersack. Ja. Das ist ein Labersack. Manuel ist taktisch diszipliniert, nimmt die Deckung hoch. Ja, taktisch diszipliniert. Taktiert. Versucht sich ranzutasten mit dem Jab. 5 Runden nach 2 Minuten sind auch kein Pappenstiel. Was warten der? Ich verstehe das auch nicht. Was der hier wartet. Okay, jetzt hat er einmal angefangen zu schlagen. Aber okay. Ja, und jetzt würde mich interessieren, ob das hart, wie hart das war. Also sah, jetzt haben wir das von oben gezeigt, sah nicht schlecht. Also er sah. Ja. Aber da müssen wir schon jetzt. War halt langsam. Ja, langsam ist er halt. Ja. Aber das kann trotzdem sein bei seinem Gewicht. Ja, na klar, bei dem Gewicht kann das schon Wirkung haben. Er wird geklammert. Referee lässt lösen. Hat der jetzt schon den Mund auf? Deswegen, ich schwöre, ich wollte gerade sagen, er ist kaputt. Nach einer Minute. Nach einer Minute. Nicht mal einem Schlag, so richtig. Einem richtigen Schlag. Oh, ist das peinlich. Manuel ist sehr ruhig, sehr abgeklärt. Versucht mit den Kräften Haus zu halten. Er steht auch einfach da, ne? Bewegt sich gar nicht. Ja, guck mal, also er wird jetzt ja schon leicht getroffen. Ja. Bewegt sich gar nicht. Das kann Bösemann sich nicht erlauben. Haus halten. Aber jetzt, was müsste er machen? Was müsste er machen? Erstmal ziehen. Nach Hause gehen. Ja, exakt, ich schwöre. Ich sehe keine Möglichkeit, wie er mit seinen Fähigkeiten jetzt diesen Kampf. Weil Bösemann will. Mhm. Der will. Der ist gemein. Genau. So, der ist. Der hat schon die eine oder andere Straßenschlägerei hinter sich. Ja. Ja. Der war im scheiß Krieg. Ja. Der war im fucking Krieg. Der hat auf Leute geschossen. Der hat wirklich Killerinstinkt. Ja. Und der Manuelsen ist einfach einer, der hat sich sein Leben lang damit aufgebaut, im Internet zu sitzen und zu labern. Ja. Ey, Alter, ich bin der Alte, ey, Bruder, Wallah, ey. Aber da siehst du mal, ne? Das ist so, ich hätte gedacht, da ist zumindest ein bisschen was dahinter. Ach, gar nichts, Alter. Das wusste ich ja schon. Ja, wusstest du? Ach, ich gucke mir so Rapper einmal an und dann weiß ich Bescheid. Alter, guck mal. Es gibt einen Grund, wieso ihr Rapper seid. Und ja, ich, und nicht hier. Wo sind man bewegt sich? Entschuldigung, ich habe so eine Sache mich gefallen, weil ich habe nur so von seinem Nachbarschaftsstreit gehört. Wie er dann so da ausgeflippt ist und so über das ganze Feld geschrien hat, irgendwie so, weißt du, sowas. Ja. Weil, und ich hasse ja so Nachbarn, die sich irgendwie so. Mhm. Und das ist lustig. Aber jetzt, Alter, wenn ich sehe halt, wenn es dann wirklich, falls der Nachbar jetzt irgendwas zurückgesagt hätte, dann hätte ich ja Angst um ihn. Ja. Und dann ist so, mit dem Schlag. Entschuldige. Spiel mehr. Zu Recht, er muss rankommen, er muss Winkel finden. Guck jetzt schon muss auf die Uhr. Versuchen nach rein. Ja. Kann nicht mehr. Und auch so, er ist nicht so, guck mal, jetzt wenn getrennt wird, ist nicht so, dass er da hinterher guckt oder so. Das ist, keep your eyes on your opponent. Ja. Und jetzt Bösemann, guck dir an. Aber, und guck, und das ist halt das Ding auch, Bösemann merkt das jetzt. Ja. Jetzt kommt die Kampfdynamik. Jetzt kommt der Killerinstinkt. Winkel finden, er muss. Ja, also guck hier, er ist so. Okay, eine Runde zu Ende. Und Bösemann sieht das und automatisch jetzt hier. Also, keine Ahnung, auch wer ihn berät. Alter, ich hätte ihm das erste Mal gesagt, du zeigst nicht, wenn du fucking müde bist. Mm. So, das ist ja schlimm. Wer versteht das doch nicht? Guck mal, und sein Lachen wirkt dann auch nicht. Verstehst du, wenn er jetzt nicht dann direkt hinterher geht und so sagt, sondern. Ja, also egal was er glaubt, wie das aussieht von außen. Bullshit. Ja. Du musst halt einfach zurückschlagen. Genau. Du kommst jetzt rein. Das ist halt jetzt mal kein Rap-Interview hier. Das ist ein Kampf. Du musst zurückschlagen. Und er ist ja vor allem noch schwerer. Er müsste kräftiger sein. Das heißt, bei einer Kollision müsste er dominieren. Absolut. Das Spielmittel der Wahl, sicherlich auch zum Körper zu gehen von Manuelsen, der wenn deiner verwundbarsten scheint. Was ist das? Nix. Komm, Bösemann, vorwärts. Ja, guck mal, und jetzt.
10 Sekunden laufen. Ey. Ich werde wütend da, Mann. Nimm deine scheiß Hände. Die einzige Kollision, bei dem der gewinnt, ist, wenn der von irgendeinem Hochhaus runterfällt. Dann. Ja, oder genau, dann wenn er den Boden berührt. Dann. Dann kommt genau. Da richtig Druck durch. Er weiß, er steht bequem. Ey, guck mal, das Ding ist halt, ist auch nicht cool, wenn er jetzt die Hände unten hat, nee. Wenn er nur die Gefahr ausstrahlt. Ja. Das sieht weder dominant aus, es sieht nee. Weder Dings, es sieht einfach müde aus. Aus. Ja, genau. Das ist es. Die Reichweite spricht für ihn. Erste Runde vorbei. Ich schwöre, das Ding ist auch so, jetzt diesen Blickkontakt halten. So, ey, ich bin trotzdem noch krass. Ja, sag, ja, ja genau. Krass, sag, ich bin krass. Genau, siehst du, oh, ich hab überhaupt nicht. Aber das ist ja krass unsinnig, wenn Bösemann mit jedem scheiß Schlag, den er bringt, durchkommt. Denn das ist sicherlich das, worauf Manuelsen hier baut. Zweite Runde. Und wir starten auf das Zeichen des Referees mit der Runde 2. Manuelsen muss lang bleiben, muss technisch bleiben. Er muss hier den Boxkampf kämpfen. Er darf keine Schläge machen. Und jetzt aber, Bösemann macht das gar nicht schlecht. Jetzt fingiert, geht rein in die Schlagdistanz. Und wird gleich, der kommt halt gleich mit seiner Rechten aus. Ich weiß auch nicht, wer Bösemann sein Corner ist. Ne? Ja. Aber genau, ich glaube, die haben das auch gemerkt, dass der Manuelsen keine Eier hat. Und die sagen dem Dagens einfach, hey, komm, sei ein Albaner. Ja, genau. Hol das Ding raus. Hol den einfach, genau. Hol das Ding raus. Reichweitenvorteil. Sehr schön. Ja, genau. Guck einfach, genau. Deswegen auch jetzt, er hat jeglichen Respekt verloren. Absolut. Er geht einfach jetzt rein in die Schläge. Da passiert nichts. Ja, genau, da passiert gar nichts. Ui. Oh! 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 Nein, lass laufen! Ja. Oh! Und guck mal hier! Da liegt er auf seinem fetten Arsch. Jetzt guck mal, jetzt sieht der Blick anders aus! Jetzt sieht der Blick anders aus! Hättest du lieber zu Hause bleiben sollen. Schön in die Wampe rein. Ja. Guck mal, und jetzt Bösemann. Ja, aber jetzt, also Bösemann hat komplett, jetzt, wie sagt man, nicht Alkohol getrunken. Blut geleckt. Alkohol getrunken, what the fuck. Jetzt will ich ein bisschen MMA machen hier. Ey, jetzt, das fuckt mich ab, ne? Jetzt kommt er so. Regel. Guckt mal nach, sagt, nee, ich schwöre, ich hasse das. So, da merkst du dann, dass jetzt jemand... Jetzt kommt der Sören raus. Ja, genau. Entschuldigung, es war 5 Sekunden Trennung. Ja, das darfst du nicht machen. Genau. So, weißt du, vorher so, ey, nach dem Kampf ist so, genau. So, nach dem Kampf, sonst treffen wir uns nochmal. Und jetzt so, es war Pause. Der kam nach dem Kommando des Offiziellen. Ey, aber jetzt nochmal, guck mal, jetzt... Also, das Hauptproblem ist bei ihm. Und wir müssen ja mal Manuelsen wirklich helfen. Weil der ist ja hilflos. Okay, also helfen wir jetzt mal. Genau. Der Manuelsen-Hilfekurs hier. Ja, okay. Also das Erste... Nimm ab. Das war's. Und lern boxen. Geh mal nach Albanien. Vielleicht könnt ihr dort mehr beibringen, wie man sich Eier wachsen lässt. Ja, der müsste erstmal... Ich würde ihm Tipps geben, auch hartes Sparring einfach. Also, dass er mal mit Leuten trainiert. Das sieht so aus, weißt du, als hätte der so Ja-Sager um sich herum. Ja, ja. Ist ja 100%. Das ist ja bei den Rappern immer so. Hey Bruder, Alter, du bist der Krasse. Yeah. Ja, weil ich habe auch gesehen, der muss mit guten Boxern, vielleicht schonen die ihn oder denken so, hey, hier. Aber der muss einfach... weil der hat vielleicht mal mit den Fotos gemacht. Ja. Mit denen trainiert. Ja, also ist ja schön. Das sieht ja nicht aus, als ob er ansatzweise hartes Bein hat. Das. Böse Mann, kompakt, massiv, kräftig. Die Arbeit, die Manuelsen braucht, mit der Führhand abfangen. Bösemann atmet jetzt durch den Mund. Atmet schwer. Bösemann nimmt die einfach mit dem Kopf. Er macht das aber gut. Ne? Na, hundertprozentig. Und er ist auch so. Also er atmet jetzt durch und guck. Er überpaced jetzt auch nicht, schlägt dann locker. Sondern du weißt, gleich kommt hier seine... Jetzt kommt dann gleich ein. Gleich kommt wieder ein... Ja, genau. Die Kürbishand. Ja, genau. Hat er im Vorfeld... Und jetzt... Ja, genau. Er merkt das selber. Und jetzt... Und er bricht aber ein. Er bricht jetzt schon... Also guck, er will nicht mehr. Der ist ja schon nach der ersten Runde eingebrochen. Ja, aber jetzt merkst du richtig. Er will gar nicht, er versucht gar keine Reaktion mehr. Ja. Aber auch nicht mehr seinen Blick von wegen... Weißt du, so provoziert. Nee. Also wenn... mit denen er umgehen muss, mit denen er haushalten muss.
die richtigen Maltbewegungen und dann in diesem kurzen Moment der. Guck, er versucht nicht mal rückzuschlagen. Nee. Da kommt, kommt gar nicht. Oh! Kommt nicht. Jetzt, gleich kommt Hinterkopf. Nicht mal. Aha! Was ist das? Was ist das? Wie lange geht das gut? Die letzten 10 Sekunden laufen vor der Runde 2. Die machen einfach 10 Sekunden vorher. Was war das? Beide müde. Wartet mal dort. Ja, warte mal. Hey, hier, ey, krass. Meinst du, ist es auf der, bei denen bei der Straßenschlägerei auch so? Warte schon. Ich schwör, okay, jetzt wieder. Ich schwöre dir, das ist das Hauptproblem. Ich glaube leider. Und das ist das, was mich ja auch so stört bei all den Sachen. Und das ist das, was ich hier jetzt so schockierend finde. Ich hätte nicht so schlecht mit ihm geredet, hätte Herz bewiesen. Da hätte ich nicht einen Witz gemacht. Ja, ja. Aber was ich hasse... Kein Herz. Genau. Und damit kann ich bei Männern nicht umgehen. Und der hat ja noch, wie gesagt, einen Tag vorher das Interview gegeben. Ich bin eine Tötungsmaschine. Und auch so, weißt du, das Ding ist, ey, und das ist nochmal, es gibt manche Leute, verstehst du gehst ja in den Ring rein, der ist kleiner als du, der ist fucking 30 Kilo leichter als du, du hast fucking 9 Kämpfe, der hat noch gar nicht gekämpft. Und du hast so viel Scheiße gelabert. Und du bist dann so, verstehst du, und ich weiß noch so, als wir in der Pressekonferenz wieder so ausgeflippt ist. So, verstehst du? Mit diesem, hier liegt dein Handy weg, bla bla bla. Und Büsemann war immer noch so, okay, ne, so, wir bleiben respektvoll. Aber er war nicht respektvoll, er war von oben herab. Und damit kann ich leben. Und das fängt ja jetzt auch wieder an, ich habe sein Interview heute gesehen. Schon wieder? Ja, das fängt schon wieder an. Alter, muss man unbedingt angucken. Lass mal als nächstes auf das Interview reagieren. Dritten Runde angekommen. Findet Manuelsen die Ruhe, die er braucht gegen Büsemann, der mich überrascht. Und zwar dritte Runde, Ring 2. Okay, aber... Jetzt, Manuelsen, folgendes. Bösemann hat nur eine Waffe, seine rechte Hand. Hm. Seine linke schlägt er niemals zum Kopf auf, sondern wenn er es gemacht hat... Ja, schon nur ab und zu ein bisschen so mit Haken. So. Ja, aber wenig. Kommt schon so, weißt du, so. Aber um die Distanz zu überbrücken und nicht, dass man Angst braucht, haben muss. Und wenn er die Hand hart geschlagen hat, warte mal, 8 Minuten 40. Auch gerade am Anfang zum Körper meistens. Der größte Weite mit. Geht sofort mit dem langen Jab ins Gefecht. Bösemann. Siehst du? Körper. Das heißt, er hat im Grunde genommen nur eine Waffe. Und das ist seine Rechte, die er halt mit voller Kraft schlägt, die auch hart kommen muss. Ja. Also, was würdest du sagen, was wäre seine Verteidigung dann? Oh, er müsste erstmal, weil. Linke oben halten. Genau, erstmal linke oben halten, nur nach rechts zirkeln. Mhm. Und dann auch so, er muss den linken gar nicht mal hart schlagen, aber dann sollte er zumindest den rechten Uppercut hart schlagen. Weil Bösemann duckt sich ab. Der ständig duckt er sich ab, geht rein und verliert das Gleichgewicht dabei und versucht dann das zu machen. Das heißt, im Grunde genommen, eine Waffe, den Uppercut. Oder halt auch den Bereich anvisieren. Exakt, hier anvisieren, weil er. Genau, hundertprozentig. Ja. So, sowieso immer, aber jetzt gerade in diesem Fall. Und dann halt viel mehr und nur nach rechts bewegen. Gar nicht dieses dumme Tänzeln. Aber das bewegt sich halt gar nicht. Das ist halt. Das Ding ist eigentlich schon gelaufen. Und damit er, weil seine Kondition scheiße ist, hätte ich ihm auch nicht gesagt, dass er zu viel. Natürlich im besten Falle kann er den Kampf dominieren, nur mit seinem Jab, weil er groß ist. Mhm. Aber er ist zu unfit. Ja, genau, er ist zu unfit. Du weißt, das ermüdet ihn. Also selbst wenn, und es ist ziemlich schwer, eine gute rechte gerade zu schlagen, er kann das nicht. Mhm. So, das heißt, dann soll er wenigstens den Haken nutzen, aber dass er versucht, sich zu bewegen, langsam und dann wenigstens die Kraft am Anfang noch rein. Ja. Weil er muss irgendwo eine Waffe haben. Ja. Und hier hat er überhaupt keine Waffe, gar nichts, weil er zu schnell ermüdet. Ja. Ja. Gefällt mir gut. Ja. Und man sagt ja eigentlich, wenn ein Kämpfer müde wird, dann ab dann ist es mit Herz. Ja. Und dann ist es. Und dann war hier vorbei. Ja, da war der Kampf zu Ende. Da war. Stilmittel dem helfen. Böse Mann, der hat Herz. Der hat Herz, Alter, ja. Der will. Der so, wo? Dachi Shannonen. Ja, wird aber mit fortlaufender Kampfdauer unkontrollierter. Beide sind keine professionellen Boxer, die täglich trainieren. Die haben sich natürlich. Guck, der macht es gut auf eine Deckung. Ja, sogar Deckung. Er sagt so, hier, genau, komm, Schlag. Der wartet drauf. Guck mal, der hat null Respekt vor Manuelsen. Ja. Also ich sehe das auch nicht, nachdem ich das gesehen habe, sehe ich nicht, und das nicht aus dem boxerischen Aspekt, sondern einfach psychisch nicht, dass Manuelsen den irgendwie, der hat nicht die Kraft, der hat nicht den Willen, der hat nicht den Herz, der hat nicht die Kondition, die Kondition kann er sich nicht verändern, selbst wenn er sich jetzt irgendwas, unmöglich, keine Möglichkeit. Ey, okay, auf den nächsten Kampf wette ich, also hier müssen wir unbedingt auch eine Wette drauf anmachen, ich sage, aber du wirst auch für Bösemann sein, ne? Ja. Scheiße. Ja. Also gut, dann sage ich zweite Runde. Zweite Runde? Lass mal. Ich sage dritte. Top, die Wette gehen. Das dann tatsächlich hier im Käfig austragen zu wollen.
Guck. Die linke wieder. Ja, genau. Linke zum Körper. Dann die rechte Overhand. Ja. Oh, nochmal. Ey, und das, aber guck mal. Also jetzt nochmal, das ist ja die Schlagabfolge, ne? Ja. Also jetzt guck mal, das ist ja so. Zeitlupe. Ja, also guck mal, der selbst reingeschoben. Guck mal hier, die linke zum Kopf war gut, ne? Na, das geschoben, warte mal. Ja, geschoben schon, aber du kannst ihn nicht vergleichen mit einem Profi. Ich sag, das war nicht schlecht. Hier, Bab. So, guck mal, also da, meinst du, der hat getroffen? Ich sage, also garantiert nicht angeklingelt. Nee. Aber ich glaube jetzt, also ich glaube, er kommt mit dem Druck nicht zurecht, dass ein wilder Albaner auf ihn einschlägt. Ja, eben. Und das ist halt so das Ding. Der läuft ja auch gar nicht, der zirkelt ja auch nichts. Der geht ja einfach rückwärts an Käfig. Ne? Ja, genau. Jetzt kommt aber die linke hier. Guck, und siehst du, aber die linke, das war mehr so ein gedrücktes und das war dieses. Ja. Einfach ihm zeigen. Das haben wir schon gemerkt. Ja, ich glaube auch, wenn wir das gemerkt haben. Aber eher im Sinne von, er kommt jetzt, also ihm fuckt der Druck ab. Ja. Er sieht jetzt scheiße aus, so alle Leute gucken und denken sich, ah, hier die kleine Prinzessin, so, die und er hat auch nichts mehr. Tütü. Genau. Und er hat, there's no gas left in the tank. Nee, das ist fertig. Und siehst du hier jetzt auch so. Komm. Alter, guck mal, der dreht sich schon weg von den Schlägen. Das ist ja so Anfänger schlechthin. Also hier, das, guck, da, das kann man ja gar nicht peinlich genug sehen. Guck. Hier. Ja. So, also das hier, das Wegdrehen. Guck mal. Das ist der Stoß. Genau, wenn jetzt Boxer richtig asozial sind, dann fangen die an, den anderen von hinten zu bumsen, um zu zeigen, krasse Dominierung. Da, das hier ist krasseste Dominanz. Wenn er jetzt... Okay. Ja, genau. Ja, also hier ist jetzt so, da hat er... Bam. Ja, genau, und er will schon nicht mal. Bam. Guck mal. Oh, jetzt, Alter, guck dir das mal an. Das ja, genau. Standbild, wenn jetzt, guck mal, ich würde das so feiern. Das Standbild muss da rein in das Video. Bitte unbedingt. Ja. Oh. Der hat ihm auf den Rücken gehauen und dann fällt er auch. Ja, nee, der wollte einfach. Der wollte einfach. Nicht mehr. Der hat so gesagt, ey, hier. Ist das Smolik? Ja. Ist das Smolik? Ja. Krass. Oh, Alter. Ja. Fertig, oder? Weiß man nicht. Ja, der will nicht mehr, der wird gleich so. Ja. Jetzt gibt es nochmal eine drauf. Komm. Guck mal, der, so leerer Blick auch. Wie er seine Wampe rausstreckt, Alter. Ja. Bam, 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 bam. Ey! Boah, ist das peinlich. Ja, und das Ding ist, da hat sich Ben Fresh dazu geäußert, ne? Und hat so gesagt, oh, das sieht alles komisch aus, dem hat bestimmt was ins Wasser getan, weil das war keine Schlagwirkung. Ja, genau. Ja, stimmt, ich habe ja auch auf das reagiert von Ben Fresh. Ach ja. Ja. So, das war keine Schlagwirkung. Und das ist so, weißt du, so, oh, jetzt ist einer von uns so. Ja, ja, natürlich war das keine Schlagwirkung. Der ist fucking mental eingebrochen. Eingebrochen, ja. Ja. Der wollte nicht mehr. Guck dir das mal an, da guck dir mal das Schauspieler da hier. Ja, guck mal hier. So, der K.O., voll der krasse K.O. Ja, Alter, ich schau dir das. Was eine Enttäuschung. Eine Möglichkeit, die überhaupt nicht in Erwägung. Das Ding ist aber jetzt, also ich sage voraus, Bösemann gewinnt wieder. Ja, 100%. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil Manuelsen psychisch dem Stress nicht gewachsen ist, sich alleine zu stellen. Absolut nicht. Und diesmal. Der wird sich jetzt wieder irgendwie in irgendwas reinreden, in irgendeine Fantasie. Ja. Aber dann, sobald wieder. Sobald die ersten Schläge kommen, ist es fertig. Ja. Ach, Entschuldigung. Ja, genau. Hundertprozentig. Und egal was, also jetzt das Hauptelement, er müsste im Grunde genommen akzentuiert mal einen Jab schlagen, er müsste sich nach rechts bewegen und er müsste dann Fokus darauf legen, Bösemann weh zu tun, dass Bösemann ihn endlich respektiert. Mhm. Aber ich sehe nicht, dass Bösemann ihn respektiert. Gar nicht je nach. Absolut nicht. Und auch jetzt, er ist ja noch in einer richtig beschissenen Situation. Nachdem der erste Kampf verloren ist, ist ja kein geiler Punkt, wenn du so, weißt du so, du hast das Gefühl, du musst es jetzt allen beweisen, du bist eh unter Stress. So, Leute wie wir glauben garantiert nicht an ihn. Ich sehe ihn nicht. Nicht mal seine eigenen Leute glauben an ihn. Nicht mal seine eigenen Leute glauben an ihn. Und deswegen ist es so, ich sehe das nicht, dass er... Am 22. Dezember wird das stattfinden in Tschechien. Mega. Alles klar. Leute, ich bin gespannt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wie wird der Kampf ausgehen? Das war's. Peace.